Wir haben heute ein Reh auf dem Spaziergang getroffen und nicht nur eins, eigentlich drei innerhalb von wenigen Minuten. Ich hoffe, jeder Hundebesitzer kann dieses Leid einfach gerade nachvollziehen. Und eigentlich wollte ich dieses Video zum Anlass nehmen, um euch zu zeigen, dass wir A, auch unsere Probleme haben und B, was ich versuche dagegen zu machen. Und zwar habe ich den Hund natürlich erstmal angeleint zur Sicherheit und danach versucht, mit ihm Blickkontakt zu holen, also die Aufmerksamkeit und das mit Keksen belohnt. Ihr seht, dass aber jedes Mal nach dem Fressen des Kekses der Hund relativ schnell wieder auf das Reh gepolt war, also musste eine Planänderung her. Das heißt, ich bin ein paar Schritte weggegangen und habe versucht, den Hund zu mir zu rufen. Dort wollte sie erst ihren Dummy haben, hat sich dann aber doch für den Keks entschieden und danach habe ich versucht, weiterhin die Konzentration bei mir zu halten.